Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu diesem... Ich habe einen Funken gesehen. Ah, das schlägt schon Funken. Ja. Stella aus dem Dixit Universe. Es geht nämlich um Funken und Superfunken und wie man die ganzen Funken sammelt, das zeige ich euch schnell und dann kommen wir zum Fazit. Stella ist ein Wortassoziationsspiel über 4 Runden für 3-6 Spieler. Hier seht ihr den Spielaufbau von Stella. Ausliegend sind hier immer 15 der Dixit-Karten in 3 Reihen. Wir müssen nun schauen, welche Karten bringen wir in Verbindung mit dem Begriff Ewigkeit. Jeder Spieler hat sein Spielertableau und einen Stift seiner Farbe und markiert nun für sich im Verborgenen, welche dieser verschiedenen Dixit-Karten eher mit Ewigkeit in Verbindung bringt. Sobald das alle Spieler gemacht haben, wird geschaut, wer hat wie viele Kreuze gesetzt. Ihr habt die Chance, zwischen 1 und 10 Kreuzen zu verteilen, doch macht nicht zu viele Kreuze, denn das könnte vielleicht nach hinten losgehen. Wir haben jetzt hier 2, 4, 6 Kreuze gesetzt. Der orangene Spieler hat 7 Kreuze gesetzt, der lilane Spieler hat ebenfalls 6 Kreuze gesetzt und der grüne Spieler hat 8 Kreuze gesetzt. Hat ein Spieler allein die meisten Kreuze gesetzt, wird sein Marker auf die Rückseite umgedreht, das heißt, wenn er sich verzockt, macht er weniger Punkte. Sollte das nicht der Fall sein, weil Orange und Grün hier beide gleichermaßen viele Kreuze gesetzt haben, wird keiner umgedreht. Danach erhält ein Spieler diesen Marker und fängt nun an und nennt eine seiner abgekreuzten Karten. Noch immer sind diese Karten hier geheim. Nun deute ich auf diese Karte, die ich mit Ewigkeit in Verbindung bringe und es wird geschaut. Haben mehrere Spieler diesen Tipp, so gibt es für diese Karte für mich 2 Sterne und auch alle anderen Spieler erhalten diese 2 Sterne. Hat genau ein anderer Spieler zum Beispiel diese Karte gewählt, also nur 2 Spieler überhaupt, dann gibt's einen Superfunken und es gibt sogar 3 Sterne dafür. So benennen wir reihum immer eine Karte. Das heißt, nach mir wäre der lilane Spieler dran, der sagt zum Beispiel diese Karte. Das haben die anderen 2 Spieler, aber ich nicht. Das heißt, für mich gibt es hier keine Punkte. Die anderen erhalten jeweils entsprechend Funken. Sollte ich jetzt dran sein und ich benenne zum Beispiel diese Karte hier unten und keiner hat diese Karte, so kommt es zum Sturz. Ich stürze ab und kann nun nicht mehr an Punkten teilnehmen. Das heißt, die Punkte, die ich bislang erspielt habe, das wären diese 5, die behalte ich. Aber Punkte für kommende gibt's nicht mehr. Allerdings bin ich immer noch mit dabei, wenn ein Spieler zum Beispiel fragt, hat jemand diese Karte gewählt und kein anderer außer ich, dann gibt's für den anderen Spieler immer noch einen Superfunken, obwohl ich selber leer ausgehe. Sollte der grüne Spieler hier abstürzen, so würde er hier unten jeweils einen Stern verlieren. Das ist auch angezeigt an dieser Grafik. Gespielt wird das Spiel über 4 Runden, das heißt am Ende der ersten Runde zählt ihr eure Sterne und notiert die in eurer entsprechenden Farbe. Danach gibt es einen neuen Begriff, ihr dreht hier dieses Blättchen auf die Rückseite um. Das zeigt euch, hier wird die oberste Reihe entsprechend ausgetauscht, es kommen neue Karten hin, die Marker werden zurückgesetzt und ihr beginnt mit der nächsten Runde. Wer nach 4 Runden die meisten Punkte erspielt hat, gewinnt Stella. Und nun zum Fazit. Ja, Stella! Nach Dixit, was wir gefühlt in der Familie hoch und runter gespielt haben, knappe Box, kommt hier jetzt ein Stella daher. Ja. Ein geistiger Nachfolger, der doch ein bisschen anders ist. Hier steht Dixit Universe. Das passt gut. Passt. Ja, das also passt. Ist und immer schön, wenn man so eine Marke hat, ne? Ja. Oder Franchise, je nachdem, wie man es nimmt. Und ja, das setzt jetzt quasi das Dixit-System so ein bisschen in ein anderes System um. Ja. Kann man schon fast sagen. Ja, es verbindet so ein bisschen Dixit mit Codenames. Ja, mehr so oder weniger. Ja, man versucht quasi eben, wie du es ja schon erzählt hast, ein Wort also zu verbinden mit den Bildern, die man da sieht. Nicht dass man jetzt eine eigene, ja, genau. Und ja, viele scheitern ja bei Dixit so ein bisschen an der Kreativität. Richtig, ja. Am richtigen, das schwingt sich ja so ein bisschen ein. Mhm. Und bei Stella haben wir jetzt den großen Vorteil, das Wort wird uns vorgegeben, die Bilder liegen entsprechend aus und wir versuchen,
festzuhalten, wie viele assoziieren wir jetzt mit diesem Wort welche. Und dann dieses Auflösen, was ich vom System her total interessant finde. Spannend. Ich möchte eigentlich, dass genau einer meiner Meinung ist. Aber besser mehr als keiner. Richtig. Weil ansonsten kommt es zum Fall und dann mache ich danach keine Punkte mehr. Oh ja. Und das ist schon clever. Und das ist halt auch so dieses, ja, man will natürlich schon gucken, was assoziiert man mit, aber man hat ja nicht so richtig den Einfluss, was die anderen denken. Ja. Und man kann natürlich hoffen, okay, hoffentlich sieht er jetzt auch, dass da der Hase da und dazu gehört, ne? Aber man weiß es ja letztendlich nicht. Es ist so ein gewisses Glücksspiel zwar schon mit dabei. Es ist aber vergleichbar mit dem gleichen Problem, wie jetzt ein Mysterium hat, Mysterium-Park, Dixit, man deutet irgendwas rein und andere sehen es ganz anders. Ja, richtig, vielleicht sieht man es auf dem Kopf, nimmt was nicht so wahr. Ja. Es ist natürlich auch fatal, wenn ich jetzt hergehe und sage, hey, von den 15 Karten liegen, ne, 15 liegen aus, genau, habe ich es richtig im Kopf. 15 Karten von denen nehme ich jetzt bis zu 10, kann ich ankreuzen, kann ich damit in Verbindung bringen. Ich nehme jedes Mal 10. Das kann nach hinten losgehen. Ja. Wir hatten eine Partie, da war es so, ich glaube, wir hatten jeweils 6. Ja. Und unsere Mitspieler jeweils 4. 3 oder 4, In der 4-Spieler-Partie. Mhm. Und es war dann so, dass wir 2 übrig waren und nacheinander gefallen sind, weil quasi keiner das mehr hatte. Das war halt Kategorie Worst Case Ever. Ja, kann passieren. Und das kann natürlich passieren, wenn man zu viele entsprechend ankreuzt. Ja. Das ist ein interessantes System, was mir gut gefällt. Mhm. Ja. Und dann ist es wieder so ein... Es kommt wieder so frisch daher. Ja. Es für mich frischt das Dixit ein bisschen mehr auf. Ja, würde ich auch sagen. Also es ist halt wie ein umgedrehtes Dixit. Ne? Also wie gesagt, wie du schon gesagt hast, beim anderen muss man eher kreativer sein. Hier muss man kreativ oder denken... Aber ohne selber kreativ, zu sein. Ja, genau. Könnte man es sagen. Ja. Mhm. Also, ja, doch, es hat was. Es steht jetzt auch Familie drauf. Ja, doch. Es ist so schon. Das ist typisches Spiel, was ich auch mit meiner Familie, mit meiner Schwiegermutti spielen kann. Wo ich genau weiß, das ist das Spiel, was funktionieren wird. Das wird ohne Probleme funktionieren. Für jede Gruppe, die Dixit liebt, wird auch mit Stella ihre Freude haben. Und man kann die Dixit-Karten verwenden. Richtig. Und umgekehrt, Stella-Karten für Dixit. Ja, ja. Und materialtechnisch, also da haben sie schon von Dixit auf das hier einen Riesensprung gemacht. Ne? Sowohl schachtelmäßig, habe ich ja gerade eben schon gezeigt, als auch, dass das drin ist. Ne? Also es ist... Also positiv ist, dass die Schachtel nur das quasi an Platz aufweist, was sie braucht. Natürlich ist das Insert ein bisschen groß geraten, aber es hat alles seinen Platz drin. Ja. Da rutscht nichts durcheinander. Ja. Tolle Marker aus so schöne Kunststoffmarker. Wir haben die abwischbaren Boards mit den Stiften in 6 verschiedenen Spielerfarben. Das passt alles. Da gibt es nichts großartig zu meckern. Alles hat seinen Platz. Es sieht gut aus. Es ist an sich schönes, gutes Gesamtwerk. Ein schönes Gesamtkonzept und Spiel und Werk. Ja. Und für alle, die es ausprobieren wollen und jetzt sagen, oh, ich weiß nicht so recht, geht auf Board Game Arena. Board Game Arena hat nämlich eine gute Umsetzung von Stella. Fall. Ihr könnt es losspielen. Englisch. Mit meiner Regelerklärung und wenn ihr bereit seid, dass dieser Überbegriff noch in Englisch ist, weil es wird gerade erst übersetzt. Weil das kann man ja nachgoogeln. Genau, nicht im Zweifel nachgoogeln. Könnt ihr es ausprobieren. Ja. Komplett kostenfrei, einfach ausprobieren, um zu schauen, ist das was für euch? Ja. Finde ich tatsächlich auch eine schöne Variante. Ja. So haben wir es auch gespielt, obwohl wir keine Zeit für einen physikalischen Spieleabend hatten mit mehr Spielern. Stimmt, ja. Uns mit auch entsprechend mit einer größeren Gruppe mal zu spielen. Korrekt. Geht Board Game Arena wunderbar. Und bei uns konnte es punkten, macht Spaß. Mhm. Und sollte sich dieser Eindruck doch eines Tages ändern, werdet ihr es mitbekommen. Oh, ich gehe nicht davon aus, bisherige Partien haben überzeugen können. Schön, Und in diesem Sinne freuen wir uns natürlich über Input. Ja, hat es euch gefallen? Habt ihr schon in der Familie gespielt? Sagt ihr, nö, Dixit reicht? Oder ist das vielleicht was für euch? Ich habe da tatsächlich 3 bis 6. 3 oder 4 Dixit-Erweiterungen. Hm, also allein schon deswegen war es genau das Richtige für mich. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, ein Abo dalassen. Ja. Wir freuen uns über eure Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Quickshot oder anderen Video wieder. Genau. Bis dahin sagen wir jetzt mal tschüss. Stella, Stella, Stella. Oh, oh.